So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollten letztens nämlich mal grillen im Garten. Ja, wenn ihr einen Garten habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr gegrillt habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und da habe ich was ganz Besonderes gesehen. Im Netto habe ich mich gleich verliebt, habe ich gedacht, das musst du mal probieren. Ihr kennt bestimmt nämlich alle Kebabchichi oder wie auch immer man das ausspricht. Und das hat mich angegrinst. Spanferkel, Kebabchichi, Kebabkiki, Kebabchichi, wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Bestes aus Hohenlohe. Beck, Spanferkel-Spezialitäten. Kennt ihr die Firma Beck mit ihren Spanferkel-Spezialitäten? Ja, gegart. Neukupfer, Flurweg 21, da steht sogar die Adresse drauf. Die sind ja wie Flatti, total verrückt, wie Flatti. Die schreiben sogar die Adresse drauf. Mindestens haltbar bis 26.05. Ich weiß nicht, was heute ist, aber heute müsste der 27.05. sein, denn wir wollten grillen. Wir haben gegrillt und ich habe die irgendwie zu Hause vergessen. Deswegen liegen die immer noch rum. Das heißt, ich kann die jetzt nicht mehr grillen. Zubereitung auf dem Grill, in der Pfanne oder im Backofen. So, Grill habe ich jetzt nicht. Im Backofen, ihr wisst, der ist kaputt, ne? Das Thermostat geht nicht. Wenn du den auf 50 einstellst, wird er immer so auf 1000 und alles wird schwarz. Also müssen wir die jetzt mal in der Pfanne machen. Ich habe mir da hinten mal eine Pfanne vorbereitet. Ich werde jetzt mal hier rausholen und befreien aus dieser Packung. Die Kebabchichi schmecken am besten mit unterschiedlichen Dips und einem frischen Salat. Sie eignen sich auch zum Kaltverzehr, da die Kebabchichi durchgegart sind. Oh, das heißt, ich könnte sogar einfach mal eins kalt probieren. Wir müssen trotzdem jetzt mal hier den Humpen abmachen, uns eine Ecke suchen, wo wir das aufmachen. Kaltverzehr, da bin ich doch gleich dabei. Am besten gleich noch ein Brötchen holen und dann ab. Die ganzen Kebabchichi kalt, verspeist. Warum soll ich dann überhaupt eigentlich die Pfanne vollsauen? Im Endeffekt ist es dann wie Pulled Pork oder so ähnlich. Ah, die tu mal die Nase weg. Das ist jetzt hier Kebabchichi, ne? Nein! Das ist hier Spanferkel, Kebabchichi auf jeden Fall. Wir wollen jetzt mal eins rausnehmen. Ja gut, ich habe jetzt keine Gabel da. Wir nehmen es jetzt einfach in die Hand, auch wenn die Hand dann wieder schmierig wird. Probieren einmal. Ich hoffe, die sind noch gut. Riecht ein bisschen säuerlich. Ist auch ultra feucht unten. Und dann beißt du ab und irgendwie schmeckt es erstmal komplett nach Erde. Also Ekel ist da, ne? Wir werden das jetzt trotzdem hier fertig essen und werden die anderen mal warm machen und mal gucken, ob die dann anders schmecken. Aber irgendwie habe ich jetzt schon ein ungutes Gefühl. Vielleicht sind die eben doch nicht mehr so gut, wie die eigentlich sein sollten. Ja, sind auf jeden Fall sehr bissfest. Erinnert eher an eine Salami-Wurst. Aber irgendwie trotzdem eklig. Das heißt, ich mache die fix in der Pfanne warm. Und gucken wir mal, wenn wir die warm essen. Und noch irgendeinen Dip. Ich werde noch irgendwas raussuchen hier an Soßen. Werden wir das zusammen probieren. Eigentlich hätte ich gern bei sowas immer noch ein Brötchen dazu. Habe ich jetzt auch nicht. Muss ich erst Pfand abgeben. Wir probieren es gleich mal warm. Mal gucken, was bei rauskommt. So, die Kebabchichi sind jetzt auf jeden Fall in der Pfanne drin. Der Adi sitzt auf dem Schrank. Ne? Der wird sich das Ganze weiter weg betrachten. Ich habe mir jetzt Dipsoßen drauf gemacht. Das müsste Rest von der Knoblauchsoße sein, die Pupsi immer fürs Raclette nimmt. Das ist Berliner Currywurstsoße. Das ist einfach Salatcreme, was noch übrig war, weil Pupsi so gerne Salat macht, mit 2 Tonnen Salatcreme, sodass der Salat im Prinzip einfach nur wie Mayonnaise ist. Hä?
Gut, Adi hat gewechselt. Wir gucken jetzt mal, wenn das hier mal anfängt, irgendwie Geräusche zu machen, drehen das dann fünfmal rum. So, man hört also ganz deutlich, die Kebab-Chichi machen jetzt Geräusche. Das ist sehr schön. Immer wenn die Geräusche machen, könnt ihr die auch mal nehmen und auch mal rumdrehen. Beziehungsweise gut, bleibt mal jetzt so rechts. Dann kommt mal das nächste. Hätte ich eine bessere Kamera, würde das alles gestochen scharf aussehen und richtig lecker. Ah! So ist es halt irgendwie anders. So, jetzt schieben wir sie wieder dahin. Ich glaube, die müssen eigentlich nur ein paar Minuten so drin bleiben. Dadurch, dass sie jetzt schon zu lange auf der Seite waren, sehen die aber jetzt wenigstens aus wie richtige Spanferkel. Guckt euch das an. Oink, oink. Alter Schweizer, was ist da denn los? Ja, wir lassen sie noch ein bisschen sinken. Und dann geht's natürlich gleich weiter. Ach, Radi. So, da sind wir wieder zurück mit unseren abgelaufenen Kebab-Chichis. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die abgelaufen sind oder nicht, aber ich habe die jetzt, die sahen ja gerade noch richtig gut aus in der Pfanne. Und ich habe jetzt mal dran gerochen und ich weiß nicht, es riecht halt einfach wirklich komplett nach Schweinestall. Sehr schön, ist ja auch Spanferkel-Kebab-Chichi, aber wenn Spanferkel-Kebab-Chichi einfach so räudig, säuisch riechen, dann nehme ich lieber andere aus. Was die, sind die eigentlich sonst? Rind? Humus? Keine Ahnung, Carpador. Oh, die riechen auf jeden Fall richtig bestialisch. Ich habe jetzt hier also meinen Dip-Teller. Wir müssen aber eigentlich mal einen so probieren. Wir nehmen uns den äußersten hier, stechen da mal rein, hinterlassen eine Fettnote, eine Fettschicht, Fettdippel. Und ich sollte vielleicht aufhören, immer zu dran zu riechen. Mal gucken. Also, es schmeckt auf jeden Fall besser, als es riecht. Immer eine Klammer auf die Nase setzen und dann erst was essen, aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was ich mir nochmal kaufen würde, weil ich durch den Geruch einfach komplett abgeschreckt bin. Vielleicht ist es wirklich jetzt wegen Datum, sonst was, keine Ahnung, das wäre alles ganz anders, wenn man das frisch direkt gegessen hätte. Wir probieren das jetzt mal hier. Mit Knoblauchsoße. Schmeckt nach Knoblauchsoße. Wir probieren es mal mit Salatcreme. Naja. Schmeckt immer noch nach Knoblauchsoße. Wir probieren es mal mit der Currywurstsoße, weil da am meisten drauf ist, durch das jetzt richtig da reinschlängern und ganz reinstecken. Okay, also alles drei hilft auf jeden Fall gegen diesen perversen Geruch und macht euch deutlich einen noch besseren Geschmack, aber im Endeffekt, wenn ich sowieso dann Soßen dazu esse oder Dips, da kann ich auch ein Stück Holz nehmen, kann da Ketchup dran machen, dann schmeckt es halt auch nach Ketchup. Es müssen also keine Spanferkel Kebab-Chichis sein, es müssen nicht mal Kebab-Chichis sein, wie wir jetzt festgestellt haben. Wo ihr Knoblauchsoße dran macht, ist egal. Hauptsache Knoblauchsoße und schon habt ihr einen schönen Knoblauchgeschmack. Kann man mal probieren, okay, aber bin ich jetzt trotzdem nicht so extrem begeistert. Ich glaube trotzdem, dass das mit der Knoblauchsoße am besten schmeckt. Leider ist die leer und ich habe nur noch diesen kleinen, diese kleine Pfütze auf dem Teller. Ich werde die mir jetzt hier noch reinessen. Was ich noch schöner wenn ich jetzt noch so ein frisches, knackiges Brötchen dazu hätte, das würde auf jeden Fall auch gut dazu sein. Zack, kleine Snack-Mahlzeit für zwischendurch. Habe ich aber nicht. Hab gar nichts. Ne? Nur diesen Schweinegeruch in der Nase. Habt ihr auch schon mal Spanferkel Kebab-Chichi probiert?
Kennt ihr überhaupt Kebab-Chichi? Esst ihr gerne Kebab-Chichi? Und aus was sind Kebab-Chichi eigentlich? Ist das aus Rind oder aus was ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen schreibt es mal rein, wenn ihr euch da belesen habt. Ich google nicht, ich lasse euch immer antworten. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Echt gute Knoblauchsoße, muss man sagen. Kann man nichts machen hier. Ist aber leider gleich leer. Zur Not tut sie auch Salatcreme. So, der Adi geiert die ganze Zeit hier rum. Deswegen habe ich gedacht, ich kann ihm mal ein kleines Stück hinlegen und einfach mal gucken. Okay. Das sah eben aber noch anders aus. Eben habe ich es ihm hingelegt und er hat geschnüffelt. Er hat rumgesprüht mit der Nase, ist weggeschreckt, ist zurückgezuckt die ganze Zeit hin und her. Dann hat er mit der Pfote immer zu so dagegen. Also, dann wollte er es gerade in den Mund nehmen, da habe ich es ihm weggenommen, habe gedacht, kannst du mal zeigen, dass sogar der Adi sich davor irgendwie ein bisschen geekelt hat vom Geruch oder irgendwas. Jetzt Vorführeffekt, ich lege es hin, er geht hin, weg, fertig, so muss es sein. Das war es auf jeden Fall jetzt von unserer Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.